Servus und herzlich willkommen zu einem neuen Wandervlog. Ja, dieses Video, das erscheint wahrscheinlich so kurz, bevor es für mich wieder heißt, es geht nach Berchtesgaden zum zweiten Mal für dieses Jahr. Meine erste, zugegebenermaßen, sehr kurze Staffel, ist ja jetzt schon ein paar Tage her, war aber auch sehr schön und ich freue mich schon richtig auf die nächste Staffel, die jetzt beginnt im August und die wird ja dann auch etwas länger werden mit vielen schönen Touren, die ich mir vorgenommen habe. Da habe ich richtig Lust drauf. Aber in der Zwischenzeit gehe ich natürlich auch ein wenig hier wandern, bei mir zu Hause in der Region. Und heute habe ich mir hier mal so eine kleine Runde ausgesucht beim Schloss Börlinghofen. Da bin ich schon Jahre nicht mehr lang gegangen. Ich wollte einfach nochmal hier vorbeigehen, mal schauen, was man hier so sehen kann. Und dann nehme ich euch heute mit. Ich hoffe, euch interessiert das auch ein wenig. Wetter ist ganz passabel, die große Hitzewelle der letzten Tage, die ist vorbei. Ich glaube, Berchtesgaden ist momentan auch so mittelmäßig, ein bisschen durchwachsen. Ich hoffe, wenn ich dann im August da bin, dass gutes Wanderwetter sein wird. Und wie gesagt, kann es kaum erwarten, die Touren dazu machen. Aber jetzt geht es erstmal hier ein bisschen im Börlinghofener Wald. In St. Augustin ist das eine kleine Runde. Ich nehme euch mit, zeige euch mal das Schloss. Zumindest von außen kann man es sich anschauen. Und mal schauen, was ich hier im Wald so sonst noch Schönes entdecken kann. Ich würde sagen, starten wir mal los auf meine kleine Runde hier. Gleich zu Beginn hier am Feld, wo das reife Getreizen schon steht, hat man direkt auch eine schöne Aussicht. Ich glaube, da oben, das könnte Sylven sein. Und hier hinten kann man das Siebengebirge sehen, wo ich auch schon oft unterwegs war. Und der höchste Berg, die höchste Erhebung dort ist der Ölberg. Auch mal wieder ein lohnenswertes Ziel. Da habe ich mir auch schon eine kleine Wanderung in einer neuen Variante für demnächst ausgedacht. Mitten im Wald hier, naja, was heißt mitten im Wald, ein Stück im Wald, gibt es hier dieses Portal, was im ersten Augenblick hier zusammenhanglos einfach in der Landschaft errichtet wurde. Allerdings gehe ich mal davon aus, ich weiß es nicht sicher, dass das gemacht wurde, weil es der ursprüngliche Zuweg zum Schloss war oder einer der möglichen Zugänge. Und da wollte man das vielleicht hier so ein bisschen entsprechend gestalten. Genau. Ja, das Schloss Börlinghofen, wo es jetzt hingeht, das wurde erbaut von 1901 bis 1903. Also gar nicht so alt und ich würde sagen, es ist auch nicht wirklich ein Schloss, eher so eine Art, naja, vielleicht Villa oder Herrenhaus, ein etwas größeres Gebäude. Schauen wir uns jetzt gleich mal an. Und ja, was kann man dazu sagen? Heute sitzt da die Fraunhofer Gesellschaft oder Institut dort drinnen. Und die haben dort mehrere Abteilungen mit verschiedenen Themen. Und ja, man privat besichtigen oder so kann man das, soweit ich weiß, nicht. So, nach zugegebenermaßen recht kurzer Strecke komme ich hier schon bei dem Schloss an. Ich gehe jetzt mal so weit ich gehen kann. Da hinten ist gleich ein Zaun. Und weiter kommt man da natürlich nicht auf diese Grünfläche vor dem Schloss. Kommt man nicht drauf. Aber ich gehe jetzt mal hier diesen kleinen Weg hoch. Jetzt habe ich hier so einen richtigen Pfadsteig, den ich hier fast gehen muss. Der hat die besten Jahre offensichtlich auch hinter sich. Aber man kann hier noch gut lang gehen.
Sieht fast aus, als gäbe es da keinen Durchweg, aber ich habe da gerade den Weg gesehen. Ihr denke ich auch auf dem Video. Und da werde ich jetzt meinen Weg mal lang bahnen. Kann man gut sehen, in den vergangenen Tagen führt hier mal die Treppe wahrscheinlich öffentlich runter. Und die Besitzer konnten hier lang gehen. Aber heutzutage ist das hier abgeriegelt. Hier muss ich mich anscheinend vor fliegenden Pfeilen in Acht nehmen. Ich habe nicht gesehen, wo die herkommen könnten. Allerdings gibt es hier mitten im Wald einen Tennisplatz. Ich denke, da müsste ich aber höchstens auf fliegende Bälle achten. Naja, mal schauen. Richtig schöne Idylle hier, mitten, wirklich mitten im Wald. Ist hier so eine richtige Tennisanlage. Hier ist auch die Erklärung für die Pfeile. Hier gibt es direkt neben dem Tennisplatz scheinbar so eine kleine Fläche, wo man mit Pfeil und Bogen auf diese Ziele dort hinten schießen kann. Das Highlight zur Besichtigung, das Schloss, war jetzt eigentlich schon ziemlich am Anfang meiner kleinen Runde, die ich gemacht habe. Aber die Runde hat mir jetzt auch besser gefallen, die so zu gehen, als andersrum. Von daher gab es jetzt gleich zu Beginn und ich bin jetzt noch ganz gespannt, was es jetzt hier auf dieser kleinen Tour noch Schönes zu sehen gibt. Was es wohl mit so einem Stein hier auf sich hat, der hier einfach an so einer kleinen Weggabelung steht. Kann es nicht wirklich entziffern, was da steht. Berz, Stab, Arnold Schmidt. An der Stelle verlasse ich jetzt den Wald. Hier ist auch wieder so ein Portal. Passt auch recht gut hier zu dieser Schlossanlage. Geht jetzt ein bisschen über Feldwege und dann müsste es gleich später auch schon wieder in den Wald zurückgehen. Mein Weg, der führt mich jetzt sogar an der Grenze zur Bundesstadt Bonn entlang. Hoholz ist hier das kleine Örtchen, wo es vorbeigeht dran. So abwechslungsreiche Touren, die verschiedene Landschaften bieten, wie jetzt gerade ein bisschen durch den Wald durch, dann jetzt über Feldwege und gleich wieder in den Wald. Und wo man immer was sehen kann, wo es ein paar Kleinigkeiten gibt, die interessant sind, das finde ich immer total klasse. Solche Touren, die liebe ich. Und ja, deswegen gefällt mir die Tour bisher auch wieder richtig gut hier, richtig schön abwechslungsreich. Die Landschaft ist herrlich. Ich hoffe, es bleibt trocken, es soll eigentlich keinen Regen geben, obwohl hier so ein paar dunklere Wolken sind, aber heute hätte ich sogar mal einen Schirm dabei, falls es ein paar Tropfen gibt. Diese Tour übrigens jetzt, die habe ich mir zu Hause am Rechner bei Komoot zusammengestellt. Ich muss sagen, Komoot nutze ich schon relativ lange. Allerdings hatte ich bis vor ein paar Wochen gedacht, ich kann da Touren aufzeichnen und die dann zur Verfügung stellen. Oder ich kann mir selber Touren raussuchen, die andere User gemacht haben. Und diese quasi übernehmen und die dann nachgehen. Und ja, erst vor ein paar Wochen habe ich entdeckt, dass es so eine Routenplaner-Funktion bei Komoot gibt, bei der ich mir komplett eine Tour zusammenstellen kann am Rechner
und quasi mir alle Punkte, die ich gerne sehen möchte, die ich lang gehen möchte, die Wege, die ich nutzen möchte, dass ich mir die verbinden kann zu einer Tour und die dann speichern kann. Und ich finde, das ist so eine tolle Funktion. Das wird mir auch mit Sicherheit im Berchtesgaden noch das ein oder andere Mal nützlich sein, wenn ich mir eine Tour nach meinen ganz eigenen Wünschen ein bisschen noch zusammenstellen möchte, die ich vielleicht verändern möchte, als so, wie die vielleicht bisher oder normalerweise gegangen werden. Ja, und das habe ich, wie gesagt, erst vor ein paar Wochen entdeckt, obwohl ich das schon so lange nutze. Ja, so ist das manchmal, wenn man sich nicht intensiv mit so einer Software beschäftigt. Dabei kann das viel mehr, als wie ich bisher gedacht habe. Da lobe ich die gute Routenführung über Komoot noch gerade in höchsten Tönen, wie toll ich das finde. Und seht mal, hier geht jetzt eigentlich der Weg lang, den ich mir rausgesucht habe. Naja, das werde ich jetzt nicht da machen. Wahrscheinlich ist da tatsächlich ein Weg, wenn die Vegetation nicht so gut wächst. Aber es könnte zeckenlastig sein, deswegen werde ich diesen Weg jetzt nicht gehen. Ich hätte mich da vorne gerade schon auch abbiegen können. Das wollte ich auch gerade schon machen. Da habe ich gesehen, ja, mein Weg, den ich mir rausgesucht habe, der geht hier ein paar Meter weiter. Aber so kann man sich dann auch vertun. Ne? Nicht immer sind die Wege dann tatsächlich gehbar. Von daher muss ich jetzt ein paar Meter zurück. Eine etwas in die Jahre gekommene, verwilderte und nicht gepflegte Wandertafel. Die gibt es ja auch, Bördinghofener Wald. Ja, leider wird sich ja nicht mehr drum gekümmert. Ich bin jetzt hier auf der anderen Seite so gesehen vom Bördinghofener Schloss. Wieder so eine richtige Hütte hier im Wald gebaut wurde. Wahrscheinlich von Kindern, gehe ich mal stark von aus. Aber schon richtig professionelles kleines Tipi. Was ich ein bisschen merkwürdig finde, was mir hier aufgefallen ist, hier in dem Wald, wo ich jetzt lang gehe, ich habe hier wirklich schon etliche Schilder gesehen, so Papierschilder, die Hundebesitzer aufgehangen haben mit Hunden, die hier scheinbar weggelaufen sind, entlaufen und die gesucht werden. Ja, und es waren auch definitiv verschiedene Hunde, ich habe darauf geachtet. Jetzt gerade kam ich hier an der Straße lang, da war da eine Frau mit einem Hund und die, mal gucken, wie ich lang muss, die hat da so ein paar Motorradfahrer angesprochen, weil ein weiterer Hund von ihr weggelaufen war. Sie hatte zwar noch einen, aber es war noch einer weg. So, ich habe das mitgekriegt und ja, bin ein paar Meter weitergegangen und auf einmal stehe ich da im Wald, da steht da ein relativ großer Hund vor mir. Ja, und das war der Hund, den sie gesucht hat. Den hat sie dann ja auch im Fang genommen, war aber relativ entspannt, wirkte sie, muss ich sagen, dafür, dass der Hund jetzt schon scheinbar eine graue Zeit weg war und sie den am Suchen war, fand ich, ist sie ja relativ locker mit umgegangen, zumal ja auch nicht weit entfernt eine relativ belebte Straße ist. Aber gut, der ist wieder da. Und jetzt habe ich eben da auch wieder einen Mann gehört, der war die ganze Zeit nach seinem Hund anrufen. Der schien nicht mehr da zu sein, weg zu sein. Weiß nicht, was hier los ist mit den Hunden. Auch diese ganzen Hunde, die scheinbar verschwunden sind. Sehr merkwürdig. Naja, also wenn ich hier unterwegs wäre mit meinem Hund, glaube ich, würde ich den auf jeden Fall nicht von alleine lösen. Ich hoffe, ich bin richtig jetzt halbwegs. Ich musste jetzt doch ein bisschen hier anders gehen, als ich mich das ursprünglich gedacht habe. Beziehungsweise bin jetzt einfach anders gegangen. Aber ich vermute, ich komme hier zurück auf meinen Weg gleich. Bin ich hier gerade schon fast in so einer Art, naja, sumpfigen, sehr feuchten Stück unterwegs.
Man hat das hier so ein bisschen ausgelegt mit Baumstämmen. Ich gehe dann jetzt Richtung Börlinghofen, 1,6 Kilometer Standort. Ich mache allerdings noch so einen kleinen Schlenker durch Börlinghofen durch. Ich möchte da zu so einem Seerosenteich, wo ich viele Jahre nicht mehr war. Mal gucken, wie es aussieht. Da werde ich hingehen. Da mache ich dann vielleicht eine kleine Rast, weil das dann schon nicht mehr weit bis zum Ende ist. Aber die gehört zu so einer kleinen Wanderung einfach dazu. Und da hatte ich mir überlegt, wäre das ein ganz schöner Ort. Falls da nicht gerade die Bank besetzt sein sollte, dann suche ich mir da was in der Nähe. Ja, das ist jetzt der Plan. Da geht es jetzt erstmal hin. Ich hätte jetzt auch nochmal übers Schloss Börlinghofen so eine andere Runde gehen können. Allerdings wäre dann dieser Weg zu dem Seerosenteich, ich habe es mir gerade mal angeguckt, ja, das wäre dann doch nochmal ein relativ weiter Umweg gewesen. Ich hätte ein größeres Stück an der Straße lang gemusst und ja, da hatte ich jetzt keine Lust zu. Deswegen gehe ich jetzt hier lang. Dass sich der Golfplatz vom Niederberg hier tatsächlich über lang erstreckt, das war mir vollkommen unbekannt. Der ist ja wirklich echt riesig. Ich meine, euch wird das nicht sagen, aber wer hier vor Ort kommt, der kennt den bestimmt und ist echt ein riesiger Golfplatz, der sich hier in die Landschaft eingeprägt hat. Gibt es eine kleine Pausenstation mit Infos zum Börlinghofener Wald. Ach, da steht auch was zum Baujahr des Schlosses. Kann man sich mal durchlesen. Hier wäre jetzt der Eingang zum Pleistalwerk. Lost Place, ein altes Fabrikgebäude. Ist auch komplett zugewuchert jetzt hier. Hier kommt man gar nicht mehr rein. Vollkommen verschlossen. Man sieht noch nicht mal mehr, ob das überhaupt noch existiert, aber es müsste noch stehen. Hier ist sogar noch so eine kleine Treppe, die kann ich ehrlich gesagt gar nicht. Schauen wir uns das mal an. Führt allerdings nur zu so einem alten Trafohäuschen oder sowas. Wahrscheinlich war das auch mal für das Pleistalwerk, für die alte Fabrik gedacht. Sieht mich so aus, als wäre das Ganze hier nicht mehr in Betrieb. Wobei die Substanz hier noch ganz gut aussieht. Ist sogar offen hier, dieser kleine Anbau. Ja, das gehörte ganz sicher mal in der Vergangenheit zum Pleistalwerk dazu. Allerdings, was hier genau in diesem Räumchen separat war, keine Ahnung. Ich denke mal, hier waren irgendwelche Schalter angebracht, Sicherungen. Ich kann es nicht sagen. Naja, auf jeden Fall steht das Ganze hier offen. Wobei es hier sich so anhört, als wäre im Nebengebäude tatsächlich noch Strom vorhanden. Man hört zumindest so ein leichtes Brummen. Ja, dieses recht große Haus hier, das muss mal zum Pleistalwerk zugehört haben. Ich glaube, das ist das einzige Gebäude, was davon heute noch erhalten ist. Das ist meines Wissens nach mal renoviert worden vor vielen Jahren. Ja, und ich denke, das wird jetzt bewohnt. Ja, für mich führt der Weg jetzt hier so ein bisschen durch das ein Teil von Börlinghofen. Für mich geht es jetzt hier ein bisschen durch die dörflichen Strukturen von Börlinghofen durch. Dann müsste ich gleich zu diesem Seerosenteich kommen.
bin ich auch angekommen am Seerosenteich. Und tatsächlich, es sind auch immer noch Seerosen da. Seit Kindheit an, solange ich denken kann, sind auf diesem Teiche Seerosen. Kleine Ente ist auch dabei. Meldet sich auch zu Wort. Ich glaube, die hat gesagt, mach mal eine Pause hier. Ja, das mache ich jetzt auch. Die Bank hier, die bietet sich zum Rasten an. Hier werde ich mir jetzt mal kleine Auszeit gönnen, bevor es dann auf die finalen Schlussmeter geht. Heute gibt es mal ein richtig regionales Radler, ein Gaffel Lemon. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal getrunken habe. Das werde ich heute mal probieren. Das mit Kölsch gemischt. Und dazu eine kleine Auswahl, ein Ei, eine Banane und eventuell noch eine Mini-Salami. Und das Ganze werde ich hier bei dem schönen Blick auf den See genießen. Nach meiner kleinen Rast und mit einem leckeren Radler, das hat gut geschmeckt, geht es jetzt auch weiter auf die finalen Meter. Ja, ein paar Meter durch die Örtlichkeit hier von Börlinghofen habe ich jetzt, glaube ich, noch vor mir. Kenne mich hier auch nicht so gut aus innerhalb des Dorfes. Bin mal gespannt, wo jetzt der Weg da lang führt und ob man noch irgendwas sieht. Und dann ist die kleine Wanderung bald auch schon zu Ende. Ja, sehr interessant hier bei diesem grünen See. Das ist hier so ein größeres Gelände, was man erschlossen hat für Fahrradfahrer und Wanderer. Ja, da gibt es immer wieder so Infostelen hier. Und hier wird ein bisschen was erzählt zu dem kleinen Wasserschloss, was es in Börlinghofen gibt. Und das hat den gleichen Erbauer wie das Schloss, wo ich vorhin war. Und das wusste ich gar nicht. Das ist mir nicht bekannt. Und hier sieht man das. Da komme ich nachher auch noch dran vorbei. Kann ich euch dann auch noch mal kurz zeigen. Den Bach, den wir hier passieren, auf der linken Seite, das müsste der Lauterbach sein. Eventuell aber auch schon der Pleißbach, bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Beide fließen allerdings hier lang, beziehungsweise vereinigen sich, so wie ich das gelesen habe. Von daher könnte noch der Lauterbach sein. Hier ist das Wasserschlösschen, von dem ich eben gesprochen habe, der bzw. Eingang. Man darf es aber nicht besichtigen, ist privat. Kann man so ein bisschen durch die Vegetation hindurch sehen. Da hinten ist das kleine Wasserschloss von einem kleinen Wassergraben umzogen, aber wirklich, naja, Schlösschen, eher eine kleine Villa, würde ich sagen. Ja, und an dieser Stelle endet das Video jetzt auch. Wie gesagt, das nächste Video geht sehr wahrscheinlich aus Berchtesgaden weiter. Vielleicht kommt noch maximal eins dazwischen, falls ich noch mal Zeit finde für eine kleine Tour. Ansonsten sehen wir uns wieder, wie gesagt, in den Alpen. Ja, ich hoffe, es hat euch heute gefallen. Es war eine kleine abwechslungsreiche Tour, nicht allzu groß, auch ein kurzes Video dann jetzt. Aber ich war wieder was draußen, habe mir mal wieder was angeschaut, wo ich lange, lange nicht war. Ja, und würde sagen, ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt, es geht raus zum Wandern.